und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Bayernpark. Wir waren vor kurzem erst hier, aber heute passiert was ganz Besonderes. Die neue Familienachterbahn geht an den Start und da wollten wir auch unbedingt nochmal vorbeischauen. Wir wurden gerade in Empfang genommen und haben hier noch so eine Presseinformation bekommen. Und das Wichtigste vorab, ab 90 cm mit Begleitung könnt ihr die Achterbahn fahren. Das war auf jeden Fall eine große Frage, die aufgekommen ist. Und jetzt gehen wir zusammengeschlossen zur Achterbahn Füllefranz. Wir sind jetzt hier an der neuen Achterbahn angekommen. Der Name der Achterbahn ist Füllefranz und ist vom Hersteller Gerstlauer. Der Mietfond nicht, der gern Mietfond, ist der von GoCruise, alles Mögliche mitgenommen werden. Ansonsten danke schon mal und viel Spaß. Yay! Wir hatten ja vorhin schon erwähnt, ab 90 cm könnt ihr die Bahn mit Begleitung fahren und ab 1,30 m ohne Begleitung. Und ich glaube, ich bin ein bisschen größer als 1,30, das heißt, ich darf das auch ohne Kevin fahren. Wir stehen jetzt hier gerade in der Station und hinter mir seht ihr schon die neue Achterbahn. 20 Personen haben pro Fahrt Platz und ja, wir setzen uns mal rein. Der Wagen ist sehr schön thematisiert, der Frontwagen. Wir kommen gerade von Füllefranz und meine Güte, man wird da wirklich oft abgelauncht. Und es macht wirklich viel Spaß. Also die Bahn fährt sich super weich und für Familien genau das Richtige. So eine Art von Bahn bin ich tatsächlich auch noch nicht gefahren. Vivi hat es ja gerade schon gesagt, ihr werdet mehrfach abgelauncht bei der Achterbahn, 6-mal. Und ihr fahrt die Strecke quasi 2-mal. Über 1:10 dauert die ganze Fahrt. Macht auf jeden Fall tierisch Spaß. Der erste Launch ist sehr überraschend und dann werdet ihr quasi rückwärts aus der Station gelauncht. Dann werdet ihr nochmal nach vorne gelauncht und während der Strecke gibt es dann sogar noch einen Beschleunigungslaunch. Das Besondere ist, dass es hier eine Wechselweiche gibt. Das heißt, ihr fahrt dann die Strecke einmal vorwärts und dann dank dieser Wechselweiche einmal rückwärts. Heißt das Wechselweiche? Ich weiß nicht. Sieht man auf jeden Fall hier ganz deutlich. Wie hat uns denn die Fahrt gefallen? Also ich würde sagen, das ist die perfekte Familienachterbahn hier für den Bayernpark. Man wird wirklich oft abgelauncht. Es gibt Vorwärtsfahrten, auch Rückwärtsfahrten und es macht super viel Spaß und lädt auch zu Wiederholungsfahrten ein. Innerhalb von 6 Monaten haben die komplette Achterbahn hier aufgebaut und was die Geschäftsführerin gerade noch gesagt hat, wie es mit dem Theming hier vorangeht, das blende ich euch gerne mal ein. Die offizielle Einweihung wird dann nächstes Jahr gemacht. Die 6. ist jetzt ja noch nicht komplett fertig gepflastert. Im Eingangsbereich kommen auch noch ein paar Thematisierungen durch, vielleicht im Außenbereich noch ein bisschen was. Aber das haben wir einfach in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Ich meine, auf 6 Monate haben wir jetzt die Fundamente alles gebaut. Das war ja Wahnsinnszeit und durch das ist noch nicht ganz fertig. Wie kommen die hier eigentlich auf den Namen Füllefranz? Ganz einfach, das Maskottchen Franz Zava hat hier Langeweile gehabt im Park, weil kein Kind im Park war. Ja, Off-Season, kein Kind ist hier. Das Maskottchen hat Langeweile und hat angefangen, in der Werkstatt ein bisschen rumzubauen. Und wo er so gebaut und kreativ war, stand auf einmal hier die Achterbahn. Und die hat heute Soft-Opening. Oh.
das mit der Wechselweiche macht diese Achterbahn richtig besonders und es ist halt einfach richtig dynamisch, weil so eine Achterbahn sind wir bisher noch nicht gefahren. 47 km/h hört sich jetzt auf dem ersten Blick nicht so schnell an, aber wenn der erste Launch abgeht, ist es dann, der zieht die Achterbahn schon ordentlich in den Spike hinein. Länge ist ca. 240 Meter und ihr fahrt hier natürlich zweimal, hatten wir vorhin schon erwähnt. Und am Ausgang befindet sich auch ein Shop, der wird hier aber noch gebaut. Ich habe es gerade zum ersten Mal gelesen. Total süß. Also hier wird es Souvenirs und Süßes geben. Seht es hier im Hintergrund, es wird natürlich noch fleißig gearbeitet. Das komplette Theming wird uns dann in der nächsten Saison erwarten. Aber die Artworks, die wir schon gesehen haben, sehen gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin echt gespannt. Wir schauen auf jeden Fall dann auch nochmal vorbei hier im Bayernpark. Aber das heißt, die Achterbahn ist ab heute auf und ihr könnt auch vorbeikommen. Checkt auf jeden Fall vor dem Besuchstag auf jeden Fall noch die Bayernpark-Webseite, damit ihr wisst, wann der Bayernpark genau aufhat und wie lange aufhat. Wir sind die Achterbahn jetzt mehrmals gefahren und auf jeden Fall ein Tipp, setzt euch nach hinten. Ich finde, dadurch ist sie noch mal ein bisschen intensiver. Und das waren unsere Eindrücke jetzt hier von der Achterbahn. On-Ride folgt auf jeden Fall in voller Länge am Ende des Videos. Und ihr seht schon, es hat wirklich sehr angefangen zu regnen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, abonniert uns gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben und bleibt dran, On-Ride folgt. Bis deine Henne. Tschüss.